Müller in seinem Garten nach einer Heilquelle bohren lässt. Das gibt's doch nicht. Doch, der Huberspitzen hat eine Bohrmaschine bestellt. Ich weiß das von Wachtmeister Meier, weil er den Transport sichern muss. Kann er lange bohren. Unsere Quelle liegt im Wald und viel höher als alle Grundstücke in der Stadt. Hildegard. Ist etwa die Mutteroberin dabei? Nein, die ist mit Bischof Rossbauer in Köln beim Pokalspiel. Ich muss dich dringend sprechen. Was? Komm. Ja, wie du siehst, wie läuft's? Ja, wir haben um 6 Uhr angefangen, aber vor 20, 30 Meter Tiefe ist mit nichts zu rechnen. Sag mal, du bist sicher, dass das alles hier der Klosterwald ist? Laut Grundbuch schon. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Bitte? Die Quelle von den Nonnen liegt auf der anderen Seite von dem Hügel da. Also dann wissen Sie, wo die Heilquelle ist? Nein, nicht genau. Doch wenn man die Wasserscheide in Betracht zieht und die geologischen Gegebenheiten, zum Beispiel die Endmoräne aus der Eiszeit. Also falls ich ein geologisches Gutachten benötige, darf ich mich dann an Sie wenden? Noch so ein Fachmann. Also ich werde auf Nummer sicher gehen. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Quelle von diesen Nonnen zu finden. Da kannst du suchen, bis du schwarz wirst. Der Klosterwald, der hat mehrere hundert Hektar. Eine Schande ist das. Den Nonnen das Wasser abgraben. Ja, die Nonnen mögen vielleicht das Monopol auf den Himmel haben, aber nicht auf Wasser und Erde. Und wer sagt denn, dass das nicht alles ihr Heilwasser ist? Ich trage mich mit dem Gedanken, unsere Ordensgemeinschaft zu verlassen. Das Schreiben hat alles verändert. Die Nonne und der Kommissar geht schon in die vierte Auflage. Und der neue Roman ist fast fertig. Und Herr Stolpe meint, er sei noch besser als der erste. Nur, er bleibt ja kaum Zeit zum Schreiben. Die Mutteroberin hält mich 16 Stunden am Tag auf Trab. Ganz zu schweigen von den vielen Andachten und Vigilen. Und jetzt kommt auch noch der Marienmonat Mai mit zusätzlichen Andachten und Rosenkränzen. Und ich kann nicht mehr. Hast du mit der Mutter mal darüber geredet? Natürlich. Ich habe ihn sogar eine Aushilfskraft besorgt, die mich wenigstens halbtags ersetzen könnte. Aber sie meint, mit den Tantiemen aus den paar popligen Auflagen sei eine solche zusätzliche Ausgabe nicht zu rechtfertigen. Aber wenn das mit unserer Heilquelle klappt, dann schwimmen wir doch in Geld. Darum geht es nicht, Lotte. Ich muss mir darüber klar werden, was ich wirklich will und wozu ich auf der Welt bin. Und du musst mir dabei helfen. Gern? Wenn du vor einer schweren Entscheidung stehst, dann wendest du doch immer diesen alten Brauch aus Afrika an. Du willst in den Kreis? Unbedingt. Und was muss ich tun? Gar nichts. In der Mitte sitzen und zuhören. Das ist alles? Ja, das ist ja das Schöne, dass man nichts tun muss. Nicht mal denken, einfach nur zuhören. Dem Wind, den Bäumen, den Tieren. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Nur wir vergessen das immer zu oft. Ich schaue noch mal, bevor ich schlafen gehe, nach dir. Das ist nicht nötig. Danke. Herr Pfarrer, ich bin direkt auf dem Weg nach München. Der Religionslehrer vom Gymnasium fällt für 4 Wochen aus und ich habe niemanden, der für ihn einspringen kann. Nein, ich nein. Ach, Sie waren doch in der Mission, haben dort sicher auch Kinder unterrichtet, oder? Ja, rechnen und schreiben. Sagen Sie ja, bitte. 4 Wochen sind doch nicht die Welt und Sie haben nur 5 Wochenstunden. Gut, ich werde es mir auf dem Weg nach München überlegen, aber machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Ich gebe Ihnen heute Abend Bescheid, einverstanden? Dann fällt der Unterricht halt aus. Ich nehme an, den Schülern entgeht nicht viel. Aber bei uns geht wieder mal alles drunter und drüber. Danke. Noch nicht.
her, wenn ich als Bürgermeister von Bad Kaltenthal antrete, bei den Wahlen, da werden mich die Leute auf den Schultern ins Rathaus tragen. Nein, das ist kein Witz. Oder hast du mich lachen gehört? Ja, Bad Kaltenthal mit der Magdalenenquelle, Sprudel, Heilbäder, Schlammpackung, Massage. Ja, das volle Programm von dem neuen Bad Kaltenthaler Wellness Center. Also die Ablage erklärt sich von selbst. Also notfalls machen Sie einen Haufen und ich erledige das dann, wenn ich zurückkomme. Kein Problem, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Wie ist der Herr Bürgermeister so? Na ja, also jedenfalls möchte er sofort seinen Kaffee, wenn er ins Büro kommt. Und ich hoffe, Sie können gut lügen. Wie? Ja, zum Beispiel, wenn er sagt, er sei nicht da. Also ich sage immer, er ist in München bei der Landesregierung oder auf Informationsreise zu unseren Schwesternstädten in Thailand oder Japan. Thailand? Der Prozess ist eine rein juristische Formalität. Das müsstest du doch als Anwalt wissen. Ja, aber ich lasse mich nicht von dieser schwarzen Mamba und ihren Unternonnen das die Zukunft von Bad ist er. Ja? Wolfgang Wöller. Ja, die Nonnen werden enteignet, nicht? Geschieden, ein Kind, Bürgermeister und Besitzer des gleichnamigen Autohauses am Ort. Frau Laban! So bestellt er immer seinen Kaffee. Also ich verabschiede mich jetzt kurz von ihm und dann gehört er Ihnen für 14 Tage. Ach, vielleicht machen Sie ihm schon mal seinen Kaffee. Aber den ohne Koffein, bitte. Er merkt den Unterschied nicht. Mit echtem Kaffee ist er nach 2 Stunden ein nervliches Wrack. Frau Laban! Und er muss auf sein Herz aufpassen. Einmal lag er schon flach. Ja, das kannst du alles in meinem Programm für die nächste Legislaturperiode nachlesen. Du, ich muss jetzt Schluss machen, die Pflicht ruft. Ja, adios, amigo, ja. Ja, Frau Laban, wo ist mein Kaffee? Also bitte bringen Sie mir meinen Kaffee und dann besorgen Sie mir eine Landkarte vom Klosterwald. Ihnen scheint wohl entgangen zu sein, dass ich gar nicht mehr da bin. Ich weise heute nur noch die Vertretung ein. Vertretung? Und möchte mich von Ihnen verabschieden. Mein Taxi kommt in 2 Minuten. Ja, wie? Wollen Sie in Urlaub? Jetzt? Kurz vom Prozess und von der Wahl und vor allem? Ja, leider nur 14 Tage. Und das auch nur auf Anraten meines Arztes. Und sagen Sie nicht, das hätten Sie nicht gewusst. Ja, das schon. Aber ich meine, das habe ich doch noch nie ernst genommen. Auf Wiedersehen. Jetzt seien Sie doch nicht so stur. Soll ich mich vor Sie hinknien? Frau Laban, bitte. So, Ihr Kaffee. Entschuldigen Sie, morgen wird er natürlich wie gewohnt rechtzeitig auf Ihrem Tisch stehen. Darf ich vorstellen? Wöller. Wolfgang Wöller. Was sind Sie, die Vertretung von der Frau Laban? So ist es. Celia Annast. Ich möchte mich gerne verabschieden. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gehen Sie schon? Nein, 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 aber Frau Laban. Ah, vergessen Sie Frau Laban. Ich würde vorschlagen, Sie nehmen sich jetzt auch ein Tässchen und dann gehen wir beide ganz gemütlich die Post durch miteinander. Das heißt, nein, Sie setzen sich, ich erledige das. Frau Laban, da war doch noch so ein Shampoo von dem Jubiläum von dem Herrn Lehmann. Lassen Sie mal, Alkohol am Morgen bekommt mir nicht. Ja, so ein Gläschen Shampoo ist doch kein Alkohol. Das ist eine winzige Stimmungskorrektur. Und außerdem müssen wir Ihren Einstand feiern. Rathaus Kaltenthal, Büro Bürgermeister Wöller. Sie sprechen mit Frau Annast. Guten Morgen, Frau Reuter. Bin ich da? Tut mir leid, der Bürgermeister ist in Thailand bei einem Informationsaustausch mit unserer Schwesterstadt dort. Davon ist mir nichts bekannt. Ich bin hier nur zur Vertretung. Gut, ich werde mal nachschauen. Moment. Sie meint, ich soll Sie nach Thailand auf Ihr Handy verbinden. Es sei dringend. Drücken Sie R und dann die 9. Wöller? Thailand! Darf ich daraus schließen, dass Sie von diesem überflüssigen Prozess Abstand genommen haben? Mitnichten, Frau Reuter, mitnichten. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Ihnen und Ihrem Gemeinderat morgen ein Alternativkonzept präsentieren. Natürlich nicht in Thailand. Und nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Alternativkonzept? Wollen Sie aufgeben? Lassen Sie sich überraschen. Also einverstanden? Ja, bitte, bitte. Um 9 ist Gemeinderatssitzung, aber... Machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Das weiß selbst der dümmste Bauer, dass weder Sie noch Ihr Orden ein Monopol auf Bad Kaltenthal haben. Nur eine Heilquelle auf unserem Grundstück. Ich weiß. Also dann, bis morgen.
Brauchen Sie mich noch? Wie meinen Sie natürlich? Der Herr Stolpe kommt gleich zum Korrekturlesen. Und dann wollte ich Sie fragen, ob ich vielleicht zu dem Empfang... Ja, ich weiß. Ihre schriftstellerische Tätigkeit, Schwester Hildegard, bei aller Liebe. Sie sollten sich entscheiden, was Ihnen wichtiger ist. Ihre Pflichten als Nonne und meine rechte Hand. Oder Ihr Hobby. Das habe ich. Und ich... Magdalenenstift, Büro Frau Reuter. Moment, Exzellenz, ich verbinde. Ja. Die Heilquelle? Nein. Schwester Agnes wird sie Ihnen sicher gern zeigen. Schauen wollte, warst du schon weg. Ich musste die Mutteroberin schon um 9 Uhr vom Flughafen abholen. Und? Was haben sie zu dir gesagt? Der Wind und die Bäume? Ich habe sowas noch nie erlebt. Nicht mal bei der Erstkommunion oder in der Nacht vor dem Gelübde. Zuerst stürzen natürlich alle möglichen Gedanken auf einen ein. Aber dann? Dann wird es ganz still und leer in einem. Das Rauschen der Bäume wird immer lauter und das eigene Blut rauscht und klopft in den Ohren. Und dann? Lotte, ich werde gehen. Auch wenn es mir fast das Herz bricht. Aber Gott sei Dank macht es einem die Mutteroberin leicht. Nicht mal zum Empfang im Verlag lässt sie mich gehen, zu dem ich eingeladen bin. Ist Schwester Lotte da? Wenn nicht, dann fragen Sie im Kaltental nach. Ich rede mit ihr. Und ich bin überzeugt, wenn sie erst mal weiß, wie sehr dir das Schreiben am Herzen liegt. Mein Hobby nennt sie es. Nein, Lotte. Und jetzt geh lieber rein. Sie ist nicht in bester Stimmung. Die Bayern haben verloren. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Stolpe! Gelobt sei Jesus Christus. Ja, in Ewigkeit. Tut mir leid, Herr Stolpe. Wir müssen das Korrekturlesen verschieben. Die Mutteroberin gibt mir nicht frei. Entschuldigung, Mutter. Aber der Herr Pfarrer hat mich aufgehalten. Setzen Sie sich. Danke. Der Pfarrer? Ja, er möchte, dass ich den Religionsunterricht beim Gymnasium übernehme, wenn auch nur für 4 Wochen. Aber das kann ich mir zeitlich im Moment gar nicht leisten. Warum? Ja, nach bei all dem, was auf uns zukommt in Kaltental. Langsam, 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 Schwester. Erstens, Sie werden dem Herrn Pfarrer den Gefallen tun und den Unterricht übernehmen. Zweitens, die Heilquelle. So ein Unterfangen ist nicht mit selbstgestrickten Mitteln aller Schwester Agnes zu bewältigen. Da müssen Profis ran, falls sich das Ganze überhaupt lohnen soll. Oder? Wie soll das gehen? Schwester Agnes und Schwester Felicitas halten Sprudelflaschen unter die Quelle und warten, bis sie voll sind? Nein, natürlich nicht. Drittens, der Prozess. Es wird keinen geben. Wenigstens nicht, solange ich einen Weg finde, der ihn überflüssig macht. Und was die Wahlen in Kaltental angeht... Sie denken doch hoffentlich nicht daran, sich wieder als Bürgermeisterkandidatin aufstellen zu lassen. Nein, aber eventuell als Gemeinderätin. Nichts dergleichen werden Sie tun. Irgendwas muss ich falsch machen als Mutter. Schwester Hildegard ist auch dabei, völlig zu vergessen, dass ihre Berufung der Dienst im Kloster ist. Und nicht das Verfassen irgendwelcher Romane im Verbrechermilieu. Und Sie, Sie sind keine Politikerin, Sie sind keine Getränkeproduzentin, Sie sind Nonne. Darf ich Ihr Schweigen so auslegen, dass wir uns verstanden haben und uns einig sind? Wie war es im Stadion? Haben Ihre Bayern gewonnen? Ich verstehe. Sie wollen mich mit dieser Frage darauf hinweisen, dass eine Nonne im Fußballstadion nichts verloren hat. Es sei denn, sie sammelt für wohltätige Zwecke. Zum Beispiel. Haben Sie den Roman von Schwester Hildegard schon gelesen? Nein. Und wenn sie so weitermacht, wird ihn niemand lesen, weil ich der Sache einen Riegel vorschieben werde. Ich habe bestimmt viel Geduld bewiesen, aber irgendwann ist Schluss. Aber lassen wir das. Deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Ich, das heißt wir, Sie und ich, werden morgen um 9 Uhr an der Gemeinderatssitzung teilnehmen und den Damen und Herren diesen Kompromissvorschlag anbieten. 50 zu 50? Das ist kein Kompromissvorschlag.
Das ist ein Eingeständnis unserer Niederlage. Sehen Sie, deswegen war ich in Köln. Ich habe dort ein paar Banker und Spezialisten konsultiert. Die Herren dort sind völlig anderer Meinung als Sie. Was kann ich doch machen? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Soll ich Ihnen noch einen Kaffee machen? Nicht nötig, das mache ich immer selber. Sowas würde ich meiner Sekretärin nie zumuten. Wollen Sie einen? Nein, danke. Das heißt, ich habe eine andere Idee. Es ist ja gleich Mittag. Was halten Sie davon, wenn ich Sie zum Lunch einlade und hinterher zeige ich Ihnen meine Firma und stelle Sie meinen Mitarbeitern vor? Aber Frau Labern meinte, die Post muss vor 2 Uhr raus. Frau Labern, Frau Schwabern, diese Frau macht aus allem Drama. Ob die Post heute rausgeht oder morgen, ist völlig wurscht. Aber Frau Labern hat... Vergessen Sie, Frau Labern, ich möchte diesen Namen, die nächsten 14 Tage, die uns beiden geschenkt wurden, nicht mehr hören. Abgemacht. Wie Sie meinen. Oh, danke. Ach, ein Herr Huber erwartet noch Ihren Rückruf. Ah ja, ist er fündig geworden? Ich meine, hat er eine Quelle angebohrt? Nein, Sie sind jetzt auf 40 Meter und immer noch nichts. Und er hat gefragt, ob Sie die Quelle gefunden hätten. Ach Mist, das habe ich ja vollkommen vergessen. Wir müssen den Lunch verschieben. Haben Sie heute Abend schon was vor? Nein, aber... Abgemacht. Ich bin um 15 Uhr zur Fraktionssitzung zurück. Und falls nicht, verständigen Sie die Polizei. Wie? Kleiner Scherz. Na toll. Das einsame Flackern des ewigen Lichts auf dem Seitenaltar ließ die steinalten Säulen tanzen mit ihren langen Schatten auf den ausgetretenen Steinfliesen, wo jetzt unter dem Beichtstuhl ein Rinnsal Blut herausrann, als würde der rote Samt der Vorhänge sich verflüssigen. Oh, das haben Sie geschrieben. Das ist ganz, ganz große Dichtung, Schwester. Und ich werde es nicht zulassen, dass Ihre Talente hier in diesem Gefängnis verkümmern. Und was dann, Herr Stolpe? Das ist mein Zuhause. Meine Mitschwestern sind meine Familie. Das habe ich im Griff. Ich manage Sie. Klaus-Dieter Stolpe, Literaturmanager. Ich darf Sie Hildegard nennen. Nun ja. Als Manager werde ich Sie in diesen Belangen beraten, vertreten und für Ihr leibliches Wohl sorgen. Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Sie sollen nur schreiben, schreiben, schreiben. Solange Sie wollen und so viel Sie wollen. Wäre das nicht... Ach, das wäre doch... Das wäre allerdings... Warten wir die Reaktion der Gemeinderäte ab. Oh, Herr Stolpe. Ach, Sie wollen gehen. Das erspart mir die Peinlichkeit, Sie bitten zu müssen. Einen Augenblick, Mutter Oberin. Als Agent und Manager von Schwester Hildegard möchte ich mit Ihnen bitte über die Arbeitsbedingungen hier sprechen. Ich denke, Sie gehen jetzt, Herr Stolpe. Schwester Hildegard, wir haben zu tun. Sehr schön. Tja. Ja. Ich weiß, du genießt es, dass deine Wege verschlungen sind und wir nicht wissen, woran wir sind. Aber ein bisschen mehr Einsicht würde ich mir schon wünschen. Zum Beispiel unsere Heilquelle. Du schenkst sie uns und dann lässt du sie von der Mutter Oberin dem Wöller auf dem Tablett servieren. Oder Schwester Hildegard. Du schenkst ihr ein Talent und dann lässt du sie nicht schreiben. Ja, und das mit dem Gelübde, das ist auch so eine Sache. Wir weihen dir unser Leben. Und du lässt zu, dass man uns das Kloster wegnimmt. Und was ist mit den Novizinnen, um die ich dich Tag für Tag bitte? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du dir dazu einfallen lässt. Ja, Mann, ich werde diese Quelle schon finden. Ende. Thank you.
die Stadt, also ich kann sie überall rauslassen. Glauben Sie an sowas wie Fügung? Wie? Na genau, da will ich hin. Kloster Kaltental. Ach nein. Doch. Eine Tante von mir war da Nonne. Wie heißt sie denn? Hedwig. Hedwig? Naja, kann ja sein, dass sie einen anderen Namen angenommen hat im Kloster. Kannten Sie sie? Nein, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ja. Sie sind aber trotzdem herzlich in unserem Kloster eingeladen. Allerdings beginnt das Wochenendseminar erst am nächsten Freitag. Wochenendseminar? Nein, ich will Nonne werden. Was? Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? Haben Sie etwa unsere Homepage gelesen? Ja. Doch dann ist mein Wagen stehen geblieben. Und dann kamen Sie. Ist doch fast ein kleines Wunder, oder? Das kann man wohl so sagen. Ich bin Schwester Lotte und Sie? Schmidt. Brigitte Schmidt. Grüß Gott, Brigitte Schmidt. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Nonne werden zu wollen? Ich wollte eigentlich schon als junges Mädchen ins Kloster. Aber ich war mir einfach nicht sicher, ob ich berufen bin. Naja, dazu ist das Novizienjahr ja auch da, um das herauszufinden. Was werden sich meine Mitschwestern freuen? Wir haben die Hoffnung schon fast aufgegeben. Wo ist denn nur diese blöde Heilquelle? Mein Gott, ist das schön hier. Ja, das ist es, in der Tat. Und so Gott will, werden wir auch hier bleiben dürfen. Wir haben hohen Besuch. Das ist der Wagen seiner Exzellenz Bischof Rossbauer. Das ist das Refektorium. Ah, unser Esszimmer. Ja. Agnes? Agnes ist mit Bischof Rossbauer zur Quelle. Wieso bist du denn nicht in dem Krankenhaus? Weil ich heute Nachtschicht habe. Ach, darf ich vorstellen, das ist Schwester Felicitas. Sie arbeitet im Krankenhaus von Kaltental. Das ist Brigitte Schmidt. Gelobt sei Jesus Christus. Guten Tag. Halt! Bleiben Sie stehen! Können Sie denn nicht aufpassen? Entschuldigung. Also wirklich, Felicitas, wenn du Resi am Boden rumkrabbeln lässt, dann musst du dich nicht wundern, wenn sie irgendwann mal im Suppentopf landet. Gelobt sei Jesus Christus. Ich will nicht stören, ich bin schon auf dem Sprung. Schwester Agnes wollte mir nur noch einige von ihren köstlichen Ingwerplätzchen als Wegzehrung mitgeben. Guten Tag. Oh, Entschuldigung. Das ist Brigitte Schmidt. Sie möchte bei uns Novizin werden. Und stellen Sie sich vor, sie ist Buchhalterin. Dann hätten wir endlich wieder jemanden, der Julias Job übernehmen kann. Was Sie nicht sagen. Ihre Tante war auch bei uns, Schwester Hedwig. Erinnerst du dich noch an sie? Hedwig? Ich wusste gar nicht, dass sie Geschwister hatte. Mein Vater und sie haben nicht miteinander gesprochen. Er hat ihr das sehr übel genommen, dass sie Nonne wurde und sie ihn mit dem Hof allein gelassen hat. Ja. Ja. Oh, da sind ja meine Plätzchen. Ich danke Ihnen vielmals. Gerne. Wie ich höre, möchten Sie vielleicht bei uns bleiben. Ja, wenn ich darf. Schön, Schwester Agnes. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Ja, ich verabschiede mich. Ich begleite Sie nach draußen. Hedwig hatte keinen Bruder. Das wüsste ich. Und ähnlich sieht sie ihr auch nicht. Nein! Ich hoffe, Ihr Wunsch, mich zum Wagen zu begleiten, hat nichts mit der Mutter Oberin zu tun. Indirekt. Ach ja? Schwester Hildegard hat ihren zweiten Roman geschrieben. Und ich möchte Sie bitten, ihn zu lesen. Und wenn Sie ihn genauso gut finden wie Ihr Manager, Herr Stolpe, dann... Mord im Beichtstuhl. Klingt aufregend. Exzellenz, Sie müssen unbedingt mit der Mutter Oberin reden, damit sie ihr mehr Zeit zum Schreiben lässt und dass sie ihr erlaubt, auf den Empfang des Verlages zu gehen. Stellen Sie sich vor, es soll ein Foto von ihr aufgehängt werden, als offizielles Mitglied der Autorengemeinde. Das kann man ihr doch nicht nehmen. Ja, schön und gut, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sie müssen. Weil? Weil? Ich fürchte, sie tritt sonst aus dem Orden aus. Schwester Hildegard? Das wäre für uns alle eine Katastrophe. Na und erst für die Mutter Oberin? Mord im Beichtstuhl.
mich vergessen? Ach so. Kannst du das vielleicht alleine fertig machen und eine Stunde auf den Laden aufpassen? Ich muss zurück ins Pfarrhaus. Bitte, Gina. Ich habe Jakob versprochen, dass er endlich sein Boot ausprobieren kann, das Max ihm geschenkt hat. Mit Fernbedienung und Löschkanone. Mit Fernbedienung und Löschkanone. Also gut, eine Stunde, aber nicht länger. Danke. Danke. Hallo! Hört mich jemand? Er hat gesagt, wenn er um 15 Uhr nicht zurück ist, dann soll ich die Polizei verständigen. Und jetzt ist es schon gleich 5. Und wir waren verabredet. Na gut, ich warte. Danke, Herr Wachtmeister. Entschuldigen Sie, wo ist denn die Frau Lara? Zur Kur. Ich bin Ihre Vertretung, Celia Annast. Schwester Lotte, grüß Gott. Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Herrn Böller gesprochen. Ist er da? Nein. Und ich mache mir schon Sorgen. Er wollte eine Quelle im Wald suchen. Und um 15 Uhr wollte er wieder zurück sein zur Fraktionssitzung. Nicht mal auf seinem Handy meldet er sich. Ich habe x-mal auf die Mailbox gesprochen. Und da ist er einfach so alleine losgezogen? Ja. Naja, vielleicht kommt er ja noch, wenn Sie warten wollen. Nein, nein, danke. Wann kommt denn die Frau Labern wieder? In 2 Wochen. Oje, oje. Na, dann lassen Sie sich mal von Herrn Wöller nicht unterkriegen. Wieso? Bis jetzt ist er ausgesprochen nett und zuvorkommend. Ein vollendeter Gentleman. Ich wünschte, alle Chefs wären so. Ja, dann. Ah, haben Sie schon gehört? Unser Wöller ist verschollen. Recht geschieht es ihm. Er hat nämlich auf eigene Faust versucht, unsere Quelle zu finden und hat sich wahrscheinlich verlaufen. Vielleicht finden wir ihn ja noch, bevor es dunkel wird. Kommen Sie. So eine Nacht allein im Wald, das täte ihm doch sehr gut. Das geschehe ihm gerade zu Recht. Trotzdem, der Herr sagt, liebe deine Feinde. Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie evangelisch sind. Jakob, jetzt ist Schluss. Ah, bitte, wir sind noch gerade erst gekommen. Wir sind schon seit über einer Stunde hier. Ich muss zurück in den Laden. Am Wochenende vielleicht wieder. Da schwimmen doch die ganzen Schwimmer hier. Jakob. Mist! Was ist denn? Es geht nicht mehr. Gib mal. Du musst es schaffen. Nee, es geht nicht. Wo ist denn hier... Das geht gar nicht mehr. Jetzt trifft es ab. Gibt's Probleme? Das Boot. Was ist denn damit? Da draußen, es hat den Geist aufgegeben. Ups, das kriegen wir schon. So. Au, au, au. Der schafft er nicht. Nee, das glaube ich auch. Er hat's. Kann doch nicht wahr sein, er hat's. Sei leise. Ich glaube, da war nur die Batterie alle. Danke. Gern geschehen. Das war wirklich sehr nett von Ihnen. Können wir uns irgendwie bei Ihnen revanchieren? Nicht nötig. Doch, Sie können mich zu einem Bier einladen. Morgen Abend. Tom Schilling. Bachmann, Barbara. Ich weiß, Sie arbeiten in einem Klosterladen. Woher wissen Sie das? Das ist mein Job. Tschüss. Ich hole Sie ab. Wann? Gegen 6. Wir brauchen neue Batterien. Ja. Na, habe ich's nicht gesagt? Er hat sich nicht getraut, vom Kloster aus loszuziehen. Und will jetzt von hinten heran an die Quelle. Sein Handy ist auch da drin. 8 Anrufe in Abwesenheit. Also eins steht fest, ich stiefle nicht wegen Böller stundenlang durch den Wald. Ich habe Feierabend. Herr Meier. Vielleicht hat er sich zur B7 durchgeschlagen und ist schon wieder auf dem Weg ins Rathaus. Ja, dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber Ihre Taschenlampe bräuchte ich. Gerne. Herr Böller! Sie kennen sich ja aus in der Gegend. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Die Quelle muss irgendwo da hinten sein.
Nein, jetzt drängen Sie mich nicht so, Herr Stolpe. Also erstens ist die Mutteroberin nicht da und zweitens kann ich nicht, weil sie es mir nicht erlaubt hat. Morgen auch nicht. Da muss sie schon um 9 Uhr zur Gemeinderatssitzung nach Kaltental und will in aller Herrgottsfrühe losfahren. Gelobt sei Jesus Christus. Und jetzt muss ich Schluss machen. Also teilen Sie bitte der Verlagsleitung mit, dass ich leider verhindert bin heute Abend, mich aber herzlich bedanke. Moment, Schwester. Darf ich mal? Ich bin's, Herr Stolpe. Roschbauer. Sie werden nichts dergleichen tun, sondern sich in Ihr Auto setzen und Schwester Hildegard abholen. Ja, jetzt. Sie wartet unten auf Sie. Und nach dieser Veranstaltung heute Abend werden Sie sie hier wieder abliefern. Nein, das nehme ich auf meine Kappe. Auf Wiedersehen. Ich habe Ihren Mord im Beichtstuhl gelesen. Mein Kompliment. Danke, aber wie... Wo ist die Mutter Oberin? Beim Arzt, ihr jährlicher Check-up. Dann packen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie. Schnell. Ich halte hier die Stelle. Danke, das... St. Magdalenenstift, Büro Frau Reuter? Nein, Sie sind hier richtig. Aber die Mutter Oberin ist im Augenblick nicht greifbar. Kann ich hier etwas ausrichten? Moment. Hallo! Herr Böller! Wo sind Sie? Wo bin ich? Hier bin ich. Wo sind Sie? Hier. Wo? Ah, da sind Sie. Ich komm runter. Ich komm rauf. Schwester, Sie schickt der Himmel. Ihre Krawatte sitzt schief. Ja, irren Sie mal stundenlang durch diesen Dschungel hier. Wollten Sie Pilze suchen? Also bitte keine Scherze. Wissen Sie, wo mein Wagen ist? Sicher, unten auf dem alten Forstweg. Ja, und wo ist der? Da. Ah ja, gut. Ja, vielleicht schaffe ich es noch. Ich habe nämlich noch einen Termin. Mit Ihrer neuen Sekretärin? Genau. Was dagegen? Na nein, die ist ja auch ganz nett, aber machen Sie bloß keinen Blödsinn. Wie meinen Sie das? Na ja, zum Beispiel die Frau Labern raus. Also Schwester Lotte, ich bin ja kein Unmensch, nur weil ich Arbeitsplätze schaffe. Vorsicht. Ja. Hier. Die Frau Annast, die braucht dringend einen Job. So sieht's aus. Also, hier geht's doch nie und nimmer zu dem Forstweg. Ja, aber sicher. Ach, Schwester Lotte, wo führen Sie mich denn hin? Den Baum kenne ich. Da war ich schon vor Stunden. Aha. Wissen Sie was, Herr Böller? Überlassen Sie einfach mir die Richtung. Na gut. Es heißt, was man in der ersten Nacht im Kloster träumt, das geht in Erfüllung. Es wird eine Weile dauern, bis Sie sich an den Schleier gewöhnt haben. Wo ist denn der Spiegel? Sowas haben wir hier nicht. Was ist denn hier los? Moment! Das muss die Mutter Oberin doch erst mal genehmigen, ob sie aufgenommen wird oder nicht. Felicitas! Jetzt sei doch nicht päpstlicher als der Papst. Nein, nein, Sie haben ja recht. Ich zieh das lieber wieder ab. Du hast ja recht, ich habe ja nur gemeint, dass... Agnes, Agnes, darüber ist mit mir überhaupt nicht zu reden. Sieh zu, dass Sie keine Ahnung haben, wo wir sind. Naja. Ups, wie spät ist es denn? Hier, leuchten Sie mal. 11 Uhr. Ja. Oje. Normalerweise sitze ich jetzt gemütlich im Ochsen und bestelle mir mein drittes Weißbier. Oder das vierte. Das haben Sie uns eingebrockt. Was wollten Sie denn eigentlich bei unserer Quelle? Ich dachte, Sie wollten nach Ihrer eigenen bohren mit Ihrer Bohrmaschine. Das machen wir auch.
Der Huber ist schon bei 43 Meter angelangt und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht fündig werden würden. Ja? Wer sagt denn, dass nur Ihr Wasser ein Heilwasser ist? Sagen Sie, Schwester, wissen Sie eigentlich, was Ihre Mutter Oberin morgen im Gemeinderat vorhat? Ja, klar. Sie ist der irrigen Annahme, dass man mit Ihnen einen Kompromiss aushandeln kann. Kompromiss, den kann ich mir leibhaftig vorstellen. Das heißt, sie verdient sich eine goldene Nase mit ihrem Heilsprudel und wir kriegen das Flaschenpfand ab. Ja, Schwester, so wie es aussieht, werden wir wahrscheinlich diese Nacht gemeinsam hier im Wald verbringen müssen. Ich könnte mich ohrfeigen. Das hilft uns auch nicht weiter. Können Sie nicht mit Ihrem Chef sprechen, dass er uns hier rausführt? Jetzt hören Sie auf zu jammern. Wir werden hier schon irgendwie rausfinden. Was wollen Sie denn? Ich konnte doch nicht ahnen, dass Ihre Schwester Hildegard erst um 3 Uhr früh nach Hause kommt und fahruntüchtig ist. Das nächste Mal würde ich vorschlagen, dass Sie mir die Leitung unseres Ordens überlassen. Sie kennen die Regeln sicher besser als ich. Doch offenbar haben Sie den Passus vergessen, in dem es um die Aufgaben und Pflichten der Mutter Oberin geht. Nämlich, die Mitschwestern gemäß ihrer Fähigkeiten und Begabungen einzusetzen. Und wie ich mich persönlich überzeugen konnte, besitzt Schwester Hildegard mehr Talente als Tippen, Kaffee kochen und Autofahren. Frau Holter! Ich ziehe diese Karte sehr selten und höchst ungern. Aber da steht auch, dass Sie dem Oberhaupt der Diözese weisungsgebunden sind. Und das bin ich. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Das ist mir bekannt, Exzellenz. Wenn Sie gestatten, würde ich diese Angelegenheit lieber diskret und nicht coram publico erörtern. Wenn es Exzellenz recht ist. Selbstverständlich. Natürlich. Wo ist Schwester Lotte? Nicht da. Vielleicht ist sie schon voraus ins Rathaus. Wieso denn das? In dem Fall, was halten Sie davon, wenn Schwester Agnes uns die Heilquelle zeigt? Ich war gestern schon dort, aber Sie, Sie haben sie doch noch nicht gesehen, oder? Nein. Na also, kleiner Spaziergang wäre doch nett. Aufwachen! Herr Böller! Noch einmal umdrehen. Nicht aufstehen, die Mutter Oberin und der Bischof Rossbauer kommen. Was? Wo? Da! Heutzutage ist das doch kein Problem. Die Inkas und die Römer haben ihr Wasser auch von weit her geholt. Das waren ja auch die Inkas und die Römer. Hm? Leise. Sehr schön. Wild ist es, wild. Ja. Ja. Schauen Sie, wie viele Pilze. Die schießen jetzt wie verrückt. Kann man die essen? Nein, nein, diese Sorte ist nicht giftig. Aber die kann man essen, da vorne. Nicht giftig, die sind doch nicht giftig, die sind vielleicht ungenießbar und giftig. Also es wird einem ganz schlecht, wenn man die isst. Hast du schon mal gegessen? Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ja, ja. 8 Uhr? Wir könnten die Sitzung noch schaffen. Ich kann doch so, wie ich ausschaue, nicht dahin gehen. Ja, erstmal müssen wir das Auto finden. Also irgendwie kommt mir das bekannt vor hier. Ja, ja. Geben Sie mir mal Ihren Autoschlüssel. Wieso? Ja, Sie haben doch da sicherlich so Spiränzchen dran. Na also. Genial. Ja. Sind die letzten Badeöle. Salbei gibt es erst wieder ab August. Agnes muss warten, bis er nachgewachsen und getrocknet ist. Danke. Was ist los? Nichts. Ich habe einen Mann kennengelernt am Weiher. Mann? Jakobs Boot hatte eine Panne und er hat's gerettet. Und dann
Haben wir uns verabredet. Ihr habt was? Hast doch nichts dabei. Er ist wirklich nett. Aber ich habe ein Problem. Meinst du, du könntest babysitten heute Abend? Nur bis um 11. Bitte, Gina. Ich war seit ewigen Zeiten nicht mehr aus. Da ist er. Ich habe noch nicht Ja gesagt. Wo steckst du denn? In deiner Hose, wie du siehst. Wir haben Wasser gefunden. Jede Menge. Was? Ich habe schon eine Probe ins Labor geschickt. Das Ergebnis... Keine Zeit. Jetzt warte doch mal. Ich rufe dich an, ja? Sie gehen vor, ich komme nach. Das denken die, wer weiß was, wenn wir zusammen reingehen. Was ist mit dem Wasser? Ich habe leider keine Zeit. Entschuldigung. Also, ich bitte tausendmal um Entschuldigung, höhere Gewalt. Aber ich hoffe auf Ihr Verständnis, Frau Reuter. Nun ja. Exzellenz persönlich, da bin ich aber gespannt. Bitte, wenn Sie Platz nehmen. Du schaust mich so vorwurfsvoll an. Bist du noch nie zu spät gekommen? Aber keine 20 Minuten, wo du genau weißt, dass es um die Zukunft von Kaltental geht. Sorry. So, darf ich Ihnen die Vertretung von Frau Laban vorstellen? Das ist die liebe Frau Annast. Skat. Ja, damit erkläre ich die heutige Sitzung für eröffnet. Aber bevor wir zur Tagesordnung übergehen, wollte uns Frau Reuter einen Vorschlag machen. Worum es geht, können Sie sich ja wohl vorstellen. Ich meine, nachdem all unsere diversen Angebote, Verhandlungen gescheitert sind, beziehungsweise vereitelt worden sind, will man uns jetzt wieder über den Tisch ziehen, um damit der drohenden Enteignung durch das Gericht zu entkommen. Und ich bin gespannt, was man sich an höchster Stelle alles hat einfallen lassen. Bitte, Frau Reuter. Ich danke dem Herrn Bürgermeister für seine Einleitung, die in den Annalen der Stadt Kaltental sicher als Geschichtsklitterung der übelsten Sorte vermerkt werden dürfte. Ich darf also sehr bitten, ja? Geschichtsklitterung. Verfälschung. Lassen wir das und beschränken wir uns auf die Tatsache. Tatsache ist, dass sich auf unserem Gelände eine Heilquelle befindet. Auf dem Gelände der Gemeinde auch? So, seit wann denn das? Seit heute. Darf ich fortfahren, bitte? Ja, bitte, Entschuldigung. Tatsache ist, dass sowohl wir als auch Sie, die Gemeinde, daran interessiert sind, daraus Nutzen zu ziehen. Zum Wohle aller. Deshalb schlage ich vor, wir vergessen das ganze Hin und Her der Vergangenheit, einigen uns auf der Basis 50-50 und lösen die Aufgabe gemeinsam. Moment, Moment! Jetzt lass doch die Frau ausreden, Herrgott, noch mal. Entschuldigung. Damit teilen wir uns das beträchtliche Risiko eines solchen Unterfangens. Und zweitens vermeiden wir das Risiko, alles zu verlieren im Prozess. Denn es steht doch gar nicht fest, dass Herr Wöller und seine Freunde aus der Baubranche mit ihrem Enteignungsantrag durchkommen. Deshalb schlage ich vor, wir einigen uns wie vernünftige Menschen. Und statt die Zeit in Grabenkriegen zu verschwenden, beginnen wir mit der Planung und Realisierung dieser schönen, interessanten und lukrativen Aufgabe. Das war's. Meine Damen, meine Herren. Ich erwarte in ungefähr einer Woche eine Antwort. Ich denke, das gibt Ihnen ausreichend Zeit. Auf Wiedersehen. Ich kann dazu nur sagen, möge Ihnen der Heilige Geist beistehen. Auf Wiedersehen. Was sagt man dazu, ja? Ist es denn zu fassen? Was bildet diese schwarze Mamba sich überhaupt ein? Also ehrlich gesagt, ich finde den Vorschlag gar nicht so blöd, oder? Na, typisch. Ja, Heinz Lehmann fällt wieder als Erster um. Na gut. Also, ihr könnt eine Woche lang drauf rumkauen, ohne mich. Woanders kommen Sie. Also, was sagt ihr dazu? Seid ihr endlich fertig? Ja, was ist denn? Besorgt den Befund. Ja, hier, ich habe ihn doch. Hier. Wie? Ah ja. Kuli, Natriumchlorid, Phosphate. Ja, auf Deutsch Kuhscheiße, Düngemittel und Pestizide. Pest.
bezahlt jetzt den ganzen Dreck, hä? Kaffee? Ich habe noch eine Frage, ehrwürdige Mutter. Was ist mit Hildegard? Nicht dieses Thema, bitte. Bischof Roßbauer wird mich nach München zurückfahren, da die Dichterin sich noch nicht von ihren künstlerischen Exzessen erholt hat. Aber das wird ein Nachspiel haben. Sie glauben doch nicht, dass ich auf den Vergleich Ihrer Mutter Oberin eingehe. Das kann Ihnen doch egal sein. Hm? Sie haben ja jetzt Ihre eigene Quelle. Ja, ja, das schon, aber ich meine, wir sind fündig geworden. Das ist richtig, aber leider, wie soll ich sagen, ich meine, 100 Jahre Jauchedüngung und Pestizide haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Aber was ganz anderes? Was halten Sie davon, wenn wir unsere gemeinsam verbrachte Nacht mit einem schönen Frühstück abrunden? Ich würde vorschlagen, frische Weißwürstel, Brezen, schönes Weißbier. Gern. Wissen Sie eigentlich, dass Sie im Schlaf reden? Wie? Ich? Mhm. Was? Och, das behalte ich lieber für mich. Aber so viel sei verraten. Stille Wasser gründen tief. Ah ja. Mich gehen, zu dem ich eingeladen bin. Ist Schwester Lotte da? Wenn nicht, dann fragen Sie in Kaltental nach. Ich rede mit ihr. Und ich bin überzeugt, wenn sie erst mal weiß, wie sehr dir das Schreiben am Herzen liegt. Mein Hobby nennt sie es. Nein, Lotte. Und jetzt geh lieber rein. Sie ist nicht in bester Stimmung. Die Bayern haben verloren. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Stolpe! Gelobt sei Jesus Christus. Ja, in Ewigkeit. Tut mir leid, Herr Stolpe. Wir müssen das Korrekturlesen verschieben. Die Mutter Oberin gibt mir nicht frei. Entschuldigung, Mutter, aber der Herr Pfarrer hat mich aufgehalten. Setzen Sie sich. Danke. Der Pfarrer? Ja, er möchte, dass ich den Religionsunterricht beim Gymnasium übernehme, wenn auch nur für 4 Wochen. Aber das kann ich mir zeitlich im Moment gar nicht leisten. Warum? Ja, nach all dem, was auf uns zukommt in Kaltental. Langsam, 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 Schwester. Erstens, Sie werden dem Herrn Pfarrer den Gefallen tun und den Unterricht übernehmen. Zweitens, die Heilquelle. So ein Unterfangen ist nicht mit selbstgestrickten Mitteln aller Schwester Agnes zu bewältigen. Da müssen Profis ran, falls sich das Ganze überhaupt lohnen soll. Oder? Wie soll das gehen? Schwester Agnes und Schwester Felicitas halten Sprudelflaschen unter die Quelle und warten, bis sie voll sind? Nein, natürlich nicht. Drittens, der Prozess. Es wird keinen geben. Wenigstens nicht, solange ich einen Weg finde, der ihn überflüssig macht. Und was die Wahlen in Kaltental angeht, Sie denken doch hoffentlich nicht daran, sich wieder als Bürgermeisterkandidatin aufstellen zu lassen. Nein, aber eventuell als Gemeinderätin. Nichts dergleichen werden Sie tun. Irgendwas muss ich falsch machen als Mutter. Schwester Hildegard ist auch dabei, völlig zu vergessen, dass ihre Berufung der Dienst im Kloster ist und nicht das Verfassen irgendwelcher Romane im Verbrechermilieu. Und Sie... Sie sind keine Politikerin, Sie sind keine Getränkeproduzentin, Sie sind Nonne. Darf ich Ihr Schweigen so auslegen, dass wir uns verstanden haben und uns einig sind? Wie war es im Stadion? Haben Ihre Bayern gewonnen? Ich verstehe. Sie wollen mich mit dieser Frage darauf hinweisen, dass eine Nonne im Fußballstadion nichts verloren hat. Es sei denn, sie sammelt für wohltätige Zwecke. Zum Beispiel. Haben Sie den Roman von Schwester Hildegard schon gelesen? Nein. Und wenn sie so weitermacht, wird ihn niemand lesen, weil ich der Sache einen Riegel vorschieben werde. Ich habe bestimmt viel Geduld bewiesen, aber irgendwann ist Schluss. Aber lassen wir das. Deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Ich, das heißt wir, Sie und ich... werden morgen um 9 Uhr an der Gemeinderatssitzung teilnehmen und den Damen und Herren diesen Kompromissvorschlag anbieten. 50 zu 50? Das ist kein Kompromissvorschlag. Das ist ein Eingeständnis unserer Niederlage. Sehen Sie,
Deswegen war ich in Köln. Ich habe dort ein paar Banker und Spezialisten konsultiert. Die Herren dort sind völlig anderer Meinung als Sie. Was kann ich doch machen? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Soll ich Ihnen noch einen Kaffee machen? Nicht nötig, das mache ich immer selber. Sowas würde ich meiner Sekretärin nie zumuten. Wollen Sie einen? Nein, danke. Das heißt, ich habe eine andere Idee. Es ist ja gleich Mittag. Was halten Sie davon, wenn ich Sie zum Lunch einlade und hinterher zeige ich Ihnen meine Firma und stelle Sie meinen Mitarbeitern vor? Aber Frau Labern meinte, die Post muss vor 2 Uhr raus. Frau Labern, Frau Schwabern, diese Frau macht aus einem Drama. Ob die Post heute rausgeht oder morgen, ist völlig wurscht. Aber Frau Labern hat... Vergessen Sie Frau Labern. Ich möchte diesen Namen die nächsten 14 Tage, die uns beiden geschenkt wurden, nicht mehr hören. Abgemacht. Wie Sie meinen. Oh, danke. Ach, ein Herr Huber erwartet noch Ihren Rückruf. Ah ja, ist er fündig geworden? Ich meine, er hat eine Quelle angebohrt. Nein, Sie sind jetzt auf 40 Meter und immer noch nichts. Und er hat gefragt, ob Sie die Quelle gefunden hätten. Ach Mist, das habe ich ja vollkommen vergessen. Wir müssen den Lunch verschieben. Haben Sie heute Abend schon was vor? Nein, aber... Abgemacht. Ich bin um 15 Uhr zur Fraktionssitzung zurück. Und muss rechtzeitig auf Ihrem Tisch stehen. Darf ich vorstellen? Wöller. Wolfgang Wöller. Sind Sie die Vertretung von der Frau Labern? So ist es. Celia Annast. Ich möchte mich gerne verabschieden. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gehen Sie schon? Nein. Aber Frau Labern. Ah, vergessen Sie Frau Labern. Ich würde vorschlagen, Sie nehmen sich jetzt auch ein Tässchen. Und dann gehen wir beide ganz gemütlich die Post durch miteinander. Das heißt, nein, Sie setzen sich, ich erledige das. Herr Labern, da war doch noch so ein Shampoo von dem Jubiläum von dem Herrn Lehmann. Lassen Sie mal, Alkohol am Morgen bekommt mir nicht. Ja, so ein Gläschen Shampoo ist doch kein Alkohol, das ist eine winzige Stimmungskorrektur. Und außerdem müssen wir Ihren Einstand feiern. Rathaus Kaltental, Büro Bürgermeister Wöller. Sie sprechen mit Frau Annast. Guten Morgen, Frau Reuter. Bin ich da? Tut mir leid, der Bürgermeister ist in Thailand bei einem Informationsaustausch mit unserer Schwesterstadt dort. Davon ist mir nichts bekannt. Ich bin hier nur zur Vertretung. Gut, ich werde mal nachschauen. Moment. Sie meint, ich soll Sie nach Thailand auf Ihr Handy verbinden. Es sei dringend. Drücken Sie R und dann die 9. Wöller? Thailand! Darf ich daraus schließen, dass Sie von diesem überflüssigen Prozess Abstand genommen haben? Mitnichten, Frau Reuter, mitnichten. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Ihnen und Ihrem Gemeinderat morgen ein Alternativkonzept präsentieren. Natürlich nicht in Thailand. Und nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Alternativkonzept? Wollen Sie aufgeben? Lassen Sie sich überraschen. Also einverstanden? Ja, bitte. Um 9 ist Gemeinderatssitzung, aber... Machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Das weiß selbst der dümmste Bauer, dass weder Sie noch Ihr Orden ein Monopol auf Bad Kaltental haben. Nur eine Heilquelle auf unserem Grundstück. Ich weiß. Also dann bis morgen. Brauchen Sie mich noch? Wie meinen Sie? Natürlich. Der Herr Stolpe kommt gleich zum Korrekturlesen. Und dann wollte ich Sie fragen, ob ich vielleicht zu dem Empfang... Ja, ich weiß. Ihre schriftstellerische Tätigkeit, Schwester Hildegard, bei aller Liebe. Sie sollten sich entscheiden, was Ihnen wichtiger ist. Ihre Pflichten als Nonne und meine rechte Hand. Oder Ihr Hobby. Das habe ich. Und ich... Magdalenenstift, Büro Frau Reuter... Moment, Exzellenz, ich verbinde. Ja. Die Heilquelle? Nein. Schwester Agnes wird sie Ihnen sicher gern zeigen. Schauen wollte, warst du schon weg. Ich musste die Mutteroberin schon um 9 Uhr vom Flughafen abholen. Und?
Was haben sie zu dir gesagt, der Wind und die Bäume? Ich habe sowas noch nie erlebt. Nicht mal bei der Erstkommunion oder in der Nacht vor dem Gelübde. Zuerst stürzen natürlich alle möglichen Gedanken auf einen ein. Aber dann, dann wird es ganz still und leer in einem. Das Rauschen der Bäume wird immer lauter. Und das eigene Blut rauscht und klopft in den Ohren. Und dann, Lotte, ich werde gehen. Auch wenn es mir fast das Herz bricht. Aber Gott sei Dank macht es einem die Mutter Oberin leicht. Nicht mal zum Empfang im Verlag lässt sie mich. Muss. Kann er lange bohren. Unsere Quelle liegt im Wald und viel höher als alle Grundstücke in der Stadt. Hildegard. Ist etwa die Mutter Oberin dabei? Nein, die ist mit Bischof Rossbauer in Köln beim Pokalspiel. Ich muss dich dringend sprechen. Was? Komm. Ja, wie siehst du, wie läuft's? Ja, wir haben um 6 Uhr angefangen, aber vor 20, 30 Meter Tiefe ist mit nichts zu rechnen. Sag mal, du bist sicher, dass das alles hier der Klosterwald ist? Laut Grundbuch schon. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Bitte? Die Quelle von den Nonnen liegt auf der anderen Seite von dem Hügel da. Also dann wissen Sie, wo die Heilquelle ist? Nein, nicht genau. Doch wenn man die Wasserscheide in Betracht zieht und die geologischen Gegebenheiten, zum Beispiel die Endmoräne aus der Eiszeit. Also falls ich ein geologisches Gutachten benötige, darf ich mich dann an Sie wenden? Noch so ein Fachmann. Also ich werde auf Nummer sicher gehen. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Quelle von diesen Nonnen zu finden. Da kannst du suchen, bis du schwarz wirst. Der Klosterwald, der hat mehrere hundert Hektar. Eine Schande ist das. Den Nonnen das Wasser abgraben. Ja, die Nonnen mögen vielleicht das Monopol auf den Himmel haben, aber nicht auf Wasser und Erde. Und wer sagt denn, dass es nicht alles ihr Heilwasser ist? Ich trage mich mit dem Gedanken, unsere Ordensgemeinschaft zu verlassen. Das Schreiben hat alles verändert. Die Nonne und der Kommissar geht schon in die 4. Auflage. Und der neue Roman ist fast fertig. Und Herr Stolpe meint, er sei noch besser als der erste. Nur, mir bleibt ja kaum Zeit zum Schreiben. Die Mutter Oberin hält mich 16 Stunden am Tag auf Trab. Ganz zu schweigen von den vielen Andachten und Vigilen. Und jetzt kommt auch noch der Marienmonat Mai mit zusätzlichen Andachten und Rosenkränzen. Und ich kann nicht mehr. Hast du mit der Mutter mal darüber geredet? Natürlich. Ich habe ihn sogar eine Aushilfskraft besorgt, die mich wenigstens halbtags ersetzen könnte. Aber sie meint, mit den Tantiemen aus den paar popligen Auflagen sei eine solche zusätzliche Ausgabe nicht zu rechtfertigen. Aber wenn das mit unserer Heilquelle klappt, dann schwimmen wir doch in Geld. Darum geht es nicht, Lotte. Ich muss mir darüber klar werden, was ich wirklich will und wozu ich auf der Welt bin. Und du musst mir dabei helfen. Gern? Wenn du vor einer schweren Entscheidung stehst,
dann wendest du doch immer diesen alten Brauch aus Afrika an. Du willst in den Kreis? Unbedingt. Und falls nicht, verständigen Sie die Polizei. Wie? Kleiner Scherz. Na toll. Das einsame Flackern des ewigen Lichts auf dem Seitenaltar ließ die steinalten Säulen tanzen mit ihren langen Schatten auf den ausgetretenen Steinfliesen, wo jetzt unter dem Beichtstuhl ein Rinnsal Blut herausrann, als würde der rote Samt der Vorhänge sich verflüssigen. Oh, das haben Sie geschrieben. Das ist ganz, ganz große Dichtung, Schwester. Und ich werde es nicht zulassen, dass Ihre Talente hier in diesem Gefängnis verkümmern. Und was dann, Herr Stolpe? Das ist mein Zuhause. Meine Mitschwestern sind meine Familie. Das habe ich im Griff. Ich manage Sie. Klaus-Dieter Stolpe, Literaturmanager. Ich darf Sie Hildegard nennen. Nun ja. Als Manager werde ich Sie in diesen Belangen beraten, vertreten und für Ihr leibliches Wohl sorgen. Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Sie soll nur schreiben, schreiben, schreiben. Solange Sie wollen und so viel Sie wollen. Wäre das nicht... Ach, das wäre doch... Das wäre allerdings... Warten wir die Reaktion der Gemeinderäte ab. Oh, Herr Stolpe. Ach, Sie wollen gehen. Das erspart mir die Peinlichkeit, Sie bitten zu müssen. Einen Augenblick, Mutter Oberin. Als Agent und Manager von Schwester Hildegard möchte ich mit Ihnen bitte über die Arbeitsbedingungen hier sprechen. Ich denke, Sie gehen jetzt, Herr Stolpe. Schwester Hildegard, wir haben zu tun. Herr Stolpe, der Aufzug ist da. Literaturmanager. Sehr schön. Tja. Weißt du, genießt es, dass deine Wege verschlungen sind und wir nicht wissen, woran wir sind. Aber ein bisschen mehr Einsicht würde ich mir schon wünschen. Zum Beispiel unsere Heilquelle. Du schenkst sie uns und dann lässt du sie von der Mutter Oberin dem Wöller auf dem Tablett servieren. Oder Schwester Hildegard. Du schenkst ihr ein Talent und dann lässt du sie nicht schreiben. Ja, und das mit dem Gelübde, das ist auch so eine Sache. Wir weihen dir unser Leben und du lässt zu, dass man uns das Kloster wegnimmt. Und was ist mit den Novizinnen, um die ich dich Tag für Tag bitte? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du dir dazu einfallen lässt. Ja, Mann, ich werde diese Quelle schon finden. Ende. Was wie Fügung? Wie? Na genau, da will ich hin. Kloster Kaltental. Ach nein. Doch. Eine Tante von mir war da Nonne. Wie heißt sie denn? Hedwig. Hedwig? Naja, kann ja sein, dass sie einen anderen Namen angenommen hat im Kloster. Kannten Sie sie? Nein, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ja. Sie sind aber trotzdem herzlich in unserem Kloster. Und was muss ich tun? Gar nichts. In der Mitte sitzen und zuhören. Das ist alles? Ja, das ist ja das Schöne, dass man nichts tun muss. Nicht mal denken, einfach nur zuhören. Dem Wind, den Bäumen, den Tieren. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Nur wir vergessen das immer zu oft.
Ich schaue noch mal, bevor ich schlafen gehe, Nadja. Das ist nicht nötig. Danke. Noch. Ich habe aber nicht viel Zeit, Herr Pfarrer. Ich bin direkt auf dem Weg nach München. Der Religionslehrer vom Gymnasium fällt für 4 Wochen aus und ich habe niemanden, der für ihn einspringen kann. Nein, ich nein. Ach, Sie waren doch in der Mission, haben dort sicher auch Kinder unterrichtet, oder? Ja, rechnen und schreiben. Sagen Sie ja, bitte. 4 Wochen sind doch nicht die Welt und Sie haben nur 5 Wochenstunden. Gut, ich werde es mir auf dem Weg nach München überlegen, aber machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Ich gebe Ihnen heute Abend Bescheid. Einverstanden? Dann fällt der Unterricht halt aus. Ich nehme an, den Schülern entgeht nicht viel. Aber bei uns geht wieder mal alles drunter und drüber. Danke. Noch nicht. Ja, wenn ich als Bürgermeister von Bad Kaltenfall antrete, bei den Wahlen, da werden mich die Leute auf den Schultern ins Rathaus tragen. Nein, das ist kein Witz. Oder hast du mich lachen gehört? Ja, Bad Kaltental mit der Magdalenenquelle, Sprudel, Heilbäder, Schlammpackung, Massage. Ja, das volle Programm von dem neuen Bad Kaltentaler Wellness Center. Also die Ablage erklärt sich von selbst. Also notfalls machen Sie einen Haufen und ich erledige das dann, wenn ich zurückkomme. Kein Problem, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Wie ist der Herr Bürgermeister so? Naja, also jedenfalls möchte er sofort seinen Kaffee, wenn er ins Büro kommt. Und ich hoffe, Sie können gut lügen. Wie? Ja, zum Beispiel, wenn er sagt, er sei nicht da. Also ich sage immer, er ist in München bei der Landesregierung oder auf Informationsreise zu unseren Schwesternstädten in Thailand oder Japan. Thailand? Der Prozess ist eine rein juristische Formalität. Das müsstest du doch als Anwalt wissen. Ja, aber ich lasse mich nicht von dieser schwarzen Mamba und ihren Unternonnen die Zukunft ist er. Ja? Wolfgang Wöller. Ja, die Nonnen werden enteignet, nicht? Geschieden, ein Kind, Bürgermeister und Besitzer des gleichnamigen Autohauses am Ort. Frau Laban! So bestellt er immer seinen Kaffee. Also ich verabschiede mich jetzt kurz von ihm und dann gehört er Ihnen für 14 Tage. Ach, vielleicht machen Sie ihm schon mal seinen Kaffee. Aber den ohne Koffein, bitte. Er merkt den Unterschied nicht. Mit echtem Kaffee ist er nach 2 Stunden ein nervliches Wrack. Frau Laban! Und er muss auf sein Herz aufpassen. Einmal lag er schon flach. Ja, das kannst du alles in meinem Programm für die nächste Legislaturperiode nachlesen. Du, ich muss jetzt Schluss machen, die Pflicht ruft. Ja, adios amigo, ja. Ja, Frau Laban, wo ist mein Kaffee? Also bitte bringen Sie mir meinen Kaffee und dann besorgen Sie mir eine Landkarte vom Klosterwald. Ihnen scheint wohl entgangen zu sein, dass ich gar nicht mehr da bin. Ich weise heute nur noch die Vertretung ein. Vertretung? Und möchte mich von Ihnen verabschieden. Mein Taxi kommt in 2 Minuten. Ja, wie? Wollen Sie in Urlaub? Jetzt? Kurz vor dem Prozess und vor der Wahl und vor allem? Ja, leider nur 14 Tage. Und das auch nur auf Anraten meines Arztes. Und sagen Sie nicht, das hätten Sie nicht gewusst. Ja, das schon. Aber ich meine, das habe ich doch noch nie ernst genommen. Auf Wiedersehen. Jetzt seien Sie doch nicht so stur. Soll ich mich vor Sie hinknien? Frau Laban, bitte. So, Ihr Kaffee. Entschuldigen Sie, morgen wird er natürlich wie gewohnt. Oh, da sind ja meine Plätzchen. Ich danke Ihnen vielmals. Gerne. Wie ich höre, möchten Sie vielleicht bei uns bleiben. Ja, wenn ich darf. Schön, Schwester Agnes. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Ja, ich verabschiede mich. Ich begleite Sie nach draußen. Hedwig hatte keinen Bruder. Das wüsste ich. Und ähnlich sieht sie ja auch nicht. Nein! Ich hoffe, Ihr Wunsch, mich zum Wagen zu begleiten, hat nichts mit der Mutter Oberin zu tun. Indirekt. Ach ja? Schwester Hildegard hat ihren 2. Roman geschrieben. Und ich möchte Sie bitten, ihn zu lesen. Und wenn Sie ihn genauso gut finden wie Ihr Manager, Herr Stolpe, dann... Mord im Beichtstuhl. Klingt aufregend. Exzellenz. Sie müssen unbedingt mit der Mutter Oberin reden, damit sie ihr mehr Zeit zum Schreiben lässt und dass sie ihr erlaubt, auf den Empfang des Verlages zu gehen. Stellen Sie sich vor, es soll ein Foto von ihr aufgehängt werden, als offizielles Mitglied der Autorengemeinde. Das kann man ihr doch nicht nehmen.
Schön und gut, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sie müssen. Weil? Weil? Ich fürchte, sie tritt sonst aus dem Orden aus. Schwester Hildegard? Das wäre für uns alle eine Katastrophe. Na und erst für die Mutter Oberin. Mord im Beichtstuhl. Kannst du das vielleicht alleine fertig machen und eine Stunde auf den Laden aufpassen? Ich muss zurück ins Pfarrhaus. Bitte, Gina. Ich habe Jakob versprochen, dass er endlich sein Boot ausprobieren kann, das Max ihm geschenkt hat. Mit Fernbedienung und Löschkanone. Mit Fernbedienung und Löschkanone. Also gut, eine Stunde, aber nicht länger. Danke. Danke. Hallo! Hört mich jemand? Er hat gesagt, wenn er um 15 Uhr nicht zurück ist, dann soll ich die Polizei verständigen. Und jetzt ist es schon gleich 5. Und wir waren verabredet. Na gut, ich warte. Danke, Herr Wachtmeister. Entschuldigen Sie, wo ist denn die Frau Lara? Zur Kur. Ich bin Ihre Vertretung, Celia Annast. Schwester Lotte, grüß Gott. Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Herrn Böller gesprochen. Ist er da? Nein. Und ich mache mir schon Sorgen. Er wollte eine Quelle im Wald suchen. Und um 15 Uhr wollte er wieder zurück sein zur Fraktionssitzung. Nicht mal auf seinem Handy meldet er sich. Ich habe x-mal auf die Mailbox gesprochen. Und da ist er einfach so alleine losgezogen? Ja. Naja, vielleicht kommt er ja noch, wenn Sie warten wollen. Nein, nein, danke. Wann kommt denn die Frau Labern wieder? In 2 Wochen. Oje, oje. Na, dann lassen Sie sich mal von Herrn Wöller nicht unterkriegen. Wieso? Bis jetzt ist er ausgesprochen nett und zuvorkommend. Ein vollendeter Gentleman. Ich wünschte, alle Chefs wären so. Ja, dann. Ah, haben Sie schon gehört? Unser Wöller ist verschollen. Recht geschieht es ihm. Er hat nämlich auf eigene Faust versucht, unsere Quelle zu finden und hat sich wahrscheinlich verlaufen. Vielleicht finden wir ihn ja noch, bevor es dunkel wird. Kommen Sie. So eine Nacht allein im Wald, das täte ihm doch sehr gut. Das geschehe ihm gerade zu Recht. Trotzdem, der Herr sagt, liebe deine Feinde. Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie evangelisch sind. Jakob, jetzt ist Schluss. Ach bitte, wir sind noch gerade erst gekommen. Wir sind schon seit über einer Stunde hier. Ich muss zurück in den Laden. Am Wochenende vielleicht wieder. Da schwimmen doch die ganzen Schwimmer hier. Jakob. Mist! Was ist denn? Geht nicht mehr. Gib mal. Du musst es schaffen. Nee, es geht nicht. Wo ist denn hier? Das geht gar nicht mehr. Jetzt trifft es ab. Gibt's Probleme? Das Boot. Was ist denn damit? Da draußen. Es hat den Geist aufgegeben. Ups. Das kriegen wir schon. Nee, das glaube ich auch. Er hat's. Kann doch nicht wahr sein, er hat's. Sei leise. So. Hier, Captain. Ich glaube, da war nur die Batterie alle. Danke. Gern geschehen. War wirklich sehr nett von Ihnen. Können wir uns irgendwie bei Ihnen revanchieren? Nicht nötig. Doch, Sie können mich zu einem Bier einladen. Morgen Abend. Tom Schilling. Bachmann, Barbara. Ich weiß, Sie arbeiten in einem Klosterladen. Woher wissen Sie das? Das ist mein Job. Tschüss. Ich hole Sie ab.
Wann? So gegen 6. Wir brauchen neue Batterien. Ja. Und die Bäume. Ich habe sowas noch nie erlebt. Nicht mal bei der Erstkommunion oder in der Nacht vor dem Gelübde. Zuerst stürzen natürlich alle möglichen Gedanken auf einen ein. Aber dann, dann wird es ganz still und leer in einem. Das Rauschen der Bäume wird immer lauter. Und das eigene Blut rauscht und klopft in den Ohren. Und dann, Lotte, ich werde gehen. Auch wenn es mir fast das Herz bricht. Aber Gott sei Dank macht es einem die Mutter Oberin leicht. Nicht mal zum Empfang im Verlag lässt sie mich gehen, zu dem ich eingeladen bin. Ist Schwester Lotte da? Wenn nicht, dann fragen Sie in Kaltental nach. Ich rede mit ihr. Und ich bin überzeugt, wenn sie erst mal weiß, wie sehr dir das Schreiben am Herzen liegt. Mein Hobby nennt sie es. Nein, Lotte. Und jetzt geh lieber rein. Sie ist nicht in bester Stimmung. Die Bayern haben verloren. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Stolpe! Gelobt sei Jesus Christus. Ja, in Ewigkeit. Tut mir leid, Herr Stolpe. Wir müssen das Korrekturlesen verschieben. Die Mutter Oberin gibt mir nicht frei. Entschuldigung, Mutter. Aber der Herr Pfarrer hat mich aufgehalten. Setzen Sie sich. Danke. Der Pfarrer? Ja, er möchte, dass ich den Religionsunterricht beim Gymnasium übernehme, wenn auch nur für 4 Wochen. Aber das kann ich mir zeitlich im Moment gar nicht leisten. Warum? Ja, nach bei all dem, was auf uns zukommt in Kaltental. Langsam, 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 Schwester. Erstens, Sie werden dem Herrn Pfarrer den Gefallen tun und den Unterricht übernehmen. Zweitens, die Heilquelle. So ein Unterfangen ist nicht mit selbstgestrickten Mitteln aller Schwester Agnes zu bewältigen. Da müssen Profis ran, falls sich das Ganze überhaupt lohnen soll. Oder? Wie soll das gehen? Schwester Agnes und Schwester Felicitas halten Sprudelflaschen unter die Quelle und warten, bis sie voll sind? Nein, natürlich nicht. Drittens, der Prozess. Es wird keinen geben. Wenigstens nicht, solange ich einen Weg finde, der ihn überflüssig macht. Und was die Wahlen in Kaltental angeht, Sie denken doch hoffentlich nicht daran, sich wieder als Bürgermeisterkandidatin aufstellen zu lassen. Nein, aber eventuell als Gemeinderätin. Nichts dergleichen werden Sie tun. Irgendwas muss ich falsch machen als Mutter. Schwester Hildegard ist auch dabei, völlig zu vergessen, dass ihre Berufung der Dienst im Kloster ist und nicht das Verfassen irgendwelcher Romane im Verbrechermilieu. Und Sie, Sie sind keine Politikerin, Sie sind keine Getränkeproduzentin, Sie sind Nonne. Darf ich Ihr Schweigen so auslegen, dass wir uns verstanden haben und uns einig sind? Wie war es im Stadion? Haben Ihre Bayern gewonnen? Ich verstehe. Sie wollen mich mit dieser Frage darauf hinweisen, dass eine Nonne im Fußballstadion nichts verloren hat. Es sei denn, sie sammelt für wohltätige Zwecke. Zum Beispiel. Haben Sie den Roman von Schwester Hildegard schon gelesen? Nein. Und wenn sie so weitermacht, wird ihn niemand lesen, weil ich der Sache einen Riegel vorschieben werde. Ich habe bestimmt viel Geduld bewiesen, aber irgendwann ist Schluss. Aber lassen wir das. Deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Ich, das heißt wir, Sie und ich, werden morgen um 9 Uhr an der Gemeinderatssitzung teilnehmen und den Damen und Herren diesen Kompromissvorschlag anbieten. 50 zu 50? Das ist kein Kompromissvorschlag. Das ist ein Eingeständnis unserer Niederlage. Sehen Sie, deswegen war ich in Köln. Ich habe dort ein paar Banker und Spezialisten konsultiert. Die Herren dort sind völlig anderer Meinung als Sie. Was kann ich doch machen? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Soll ich Ihnen noch einen Kaffee machen? Nicht nötig, das mache ich immer selber. Sowas würde ich meiner Sekretärin nie zumuten. Wollen Sie einen? Nein, danke. Das heißt, ich habe eine andere Idee. Es ist ja gleich Mittag. Was halten Sie davon, wenn ich Sie zum Lunch einlade und hinterher zeige ich Ihnen meine Firma und stelle Sie meinen Mitarbeitern vor? Aber Frau Labern meinte, die Post muss vor 2 Uhr raus. Frau Labern, Frau Schwabern, diese Frau macht aus allem Drama. Ob die Post heute rausgeht oder morgen, ist völlig wurscht. Aber Frau Labern hat... Vergessen Sie, Frau Labern, ich möchte diesen Namen die nächsten 14 Tage, die uns beiden geschenkt wurden, nicht mehr hören. Abgemacht. Wie Sie meinen. Oh, danke.
Ach, ein Herr Huber erwartet noch Ihren Rückruf. Ah ja, ist er fündig geworden? Ich meine, hat er eine Quelle angebohrt? Nein, Sie sind jetzt auf 40 Meter und immer noch nichts. Und er hat gefragt, ob Sie die Quelle gefunden hätten. Mist, das habe ich ja vollkommen vergessen. Wir müssen den Lunch verschieben. Haben Sie heute Abend schon was vor? Nein, aber... Abgemacht. Ich bin um 15 Uhr zur Fraktionssitzung zurück und falls nicht, verständigen Sie die Polizei. Wie? Kleiner Scherz. Na toll. Das einsame Flackern des ewigen Lichts auf dem Seitenaltar ließ die steinalten Säulen tanzen mit ihren langen Schatten auf den ausgetretenen Steinfliesen, wo jetzt unter dem Beichtstuhl ein Rinnsal Blut herausrann, als würde der rote Samt der Vorhänge sich verflüssigen. Oh, das haben Sie geschrieben. Das ist ganz, ganz große Dichtung, Schwester. Und ich werde es nicht zulassen, dass Ihre Talente hier in diesem Gefängnis verkümmern. Und was dann, Herr Stolpe? Das ist mein Zuhause. Meine Mitschwestern sind meine Familie. Das habe ich im Griff. Ich manage Sie. Keine Wahl. Da werden mich die Leute auf den Schultern ins Rathaus tragen. Nein, das ist kein Witz. Oder hast du mich lachen gehört? Ja, Bad Kaltental mit der Magdalenenquelle, Sprudel, Heilbäder, Schlammpackung, Massage. Ja, das volle Programm von dem neuen Bad Kaltentaler Wellness Center. Also die Ablage erklärt sich von selbst. Also notfalls machen Sie einen Haufen und ich erledige das dann, wenn ich zurückkomme. Kein Problem, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Wie ist der Herr Bürgermeister so? Naja, also jedenfalls möchte er sofort seinen Kaffee, wenn er ins Büro kommt. Und ich hoffe, Sie können gut lügen. Wie? Ja, zum Beispiel, wenn er sagt, er sei nicht da. Also ich sage immer, er ist in München bei der Landesregierung oder auf Informationsreise zu unseren Schwesternstädten in Thailand oder Japan. Thailand? Der Prozess ist eine rein juristische Formalität. Das müsstest du doch als Anwalt wissen. Ja, aber ich lasse mich nicht von dieser schwarzen Mamba und ihren Unternonnen die Zukunft von ist er. Ja? Wolfgang Wöller. Ja, die Nonnen werden enteignet, nicht? Geschieden, ein Kind, Bürgermeister und Besitzer des gleichnamigen Autohauses am Ort. Frau Laban! So bestellt er immer seinen Kaffee. Also ich verabschiede mich jetzt kurz von ihm und dann gehört er Ihnen für 14 Tage. Ach, vielleicht machen Sie ihm schon mal seinen Kaffee. Aber den ohne Koffein, bitte. Er merkt den Unterschied nicht. Mit echtem Kaffee ist er nach 2 Stunden ein nervliches Wrack. Frau Laban! Und er muss auf sein Herz aufpassen. Einmal lag er schon flach. Ja, das kannst du alles in meinem Programm für die nächste Legislaturperiode nachlesen. Du, ich muss jetzt Schluss machen, die Pflicht ruft. Ja, adios amigo, ja. Ja, Frau Laban, wo ist mein Kaffee? Also bitte bringen Sie mir meinen Kaffee und dann besorgen Sie mir eine Landkarte vom Klosterwald. Ihnen scheint wohl entgangen zu sein, dass ich gar nicht mehr da bin. Ich weise heute nur noch die Vertretung ein. Vertretung? Und möchte mich von Ihnen verabschieden. Mein Taxi kommt in 2 Minuten. Ja, wie? Wollen Sie in Urlaub? Jetzt? Kurz vor dem Prozess und vor der Wahl und vor allem? Ja, leider nur 14 Tage. Und das auch nur auf Anraten meines Arztes. Und sagen Sie nicht, das hätten Sie nicht gewusst. Ja, das schon. Aber ich meine, das habe ich doch noch nie ernst genommen. Auf Wiedersehen. Jetzt seien Sie doch nicht so stur. Soll ich mich vor Sie hinknien? Frau Laban, bitte. So, Ihr Kaffee. Entschuldigen Sie, morgen wird er natürlich wie gewohnt rechtzeitig auf Ihrem Tisch stehen. Darf ich vorstellen? Wöller. Wolfgang Wöller. Sind Sie die Vertretung von der Frau Laban? So ist es. Celia Annast. Ich möchte mich gerne verabschieden. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gehen Sie schon? Nein, 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 aber Frau Laban... Ah, vergessen Sie Frau Laban. Ich würde vorschlagen, Sie nehmen sich jetzt auch ein Tässchen und dann gehen wir beide ganz gemütlich die Post durch miteinander. Das heißt, nein, Sie setzen sich, ich erledige das. Frau Laban, da war doch noch so ein Shampoo von dem Jubiläum von dem Herrn Lehmann.
Lassen Sie mal. Alkohol am Morgen bekommt mir nicht. Ja, also ein Gläschen Shampoos ist doch kein Alkohol. Das ist eine winzige Stimmungskorrektur. Und außerdem müssen wir Ihren Einstand feiern. Rathaus Kaltental, Büro Bürgermeister Weller. Sie sprechen mit Frau Annast. Guten Morgen, Frau Reuter. Bin ich da? Tut mir leid, der Bürgermeister ist in Thailand bei einem Informationsaustausch mit unserer Schwesterstadt dort. Davon ist mir nichts bekannt. Ich bin hier nur zur Vertretung. Gut, ich werde mal nachschauen. Moment. Sie meint, ich soll Sie nach Thailand auf Ihr Handy verbinden. Es sei dringend. Drücken Sie R und dann die 9. Böller? Thailand! Darf ich daraus schließen, dass Sie von diesem überflüssigen Prozess Abstand genommen haben? Mitnichten, Frau Reuter, mitnichten. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Ihnen und Ihrem Gemeinderat morgen ein Alternativkonzept präsentieren. Natürlich nicht in Thailand. Und nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Alternativkonzept? Wollen Sie aufgeben? Lassen Sie sich überraschen. Also einverstanden? Ja, bitte, bitte. Um 9 ist Gemeinderatssitzung, aber... Machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Das weiß selbst der dümmste Bauer, dass weder Sie noch Ihr Orden ein Monopol auf Bad Kaltental haben. Nur eine Heilquelle auf unserem Grundstück. Ich weiß. Also dann bis morgen. Brauchen Sie mich noch? Wie meinen Sie? Natürlich. Der Herr Stolpe kommt gleich zum Korrekturlesen. Und dann wollte ich Sie fragen, ob ich vielleicht zu dem Empfang... Ja, ich weiß. Ihre schriftstellerische Tätigkeit, Schwester Hildegard, bei aller Liebe. Sie sollten sich entscheiden, was Ihnen wichtiger ist. Ihre Pflichten als Nonne und meine rechte Hand. Oder Ihr Hobby. Das habe ich... Und ich... Magdalenenstift, Büro Frau Reuter. Moment, Exzellenz, ich verbinde. Ja. Die Heilquelle? Nein. Schwester Agnes wird sie Ihnen sicher gern zeigen. Schauen wollte, warst du schon weg? Ich musste die Mutteroberin schon um 9 Uhr vom Flughafen abholen. Und? Was haben sie zu dir gesagt, der Winkel? Klaus-Dieter Stolpe, Literaturmanager. Ich darf Sie Hildegard nennen. Nun ja. Als Manager werde ich Sie in diesen Belangen beraten, vertreten und für Ihr leibliches Wohl sorgen. Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Sie soll nur schreiben, schreiben, schreiben. Solange Sie wollen und so viel Sie wollen. Wäre das nicht... Ach, das wäre doch... Das wäre allerdings... Warten wir die Reaktion der Gemeinderäte ab. Oh, Herr Stolpe. Ach, Sie wollen gehen. Das erspart mir die Peinlichkeit, Sie bitten zu müssen. Einen Augenblick, Mutter Oberin. Als Agent und Manager von Schwester Hildegard möchte ich mit Ihnen bitte über die Arbeitsbedingungen hier sprechen. Ich denke, Sie gehen jetzt, Herr Stolpe. Schwester Hildegard, wir haben zu tun. Sehr schön. Tja. Ja. Ich weiß, du genießt es, dass deine Wege verschlungen sind und wir nicht wissen, woran wir sind. Aber ein bisschen mehr Einsicht würde ich mir schon wünschen. Zum Beispiel unsere Heilquelle. Du schenkst sie uns und dann lässt du sie von der Mutter Oberin dem Wöller auf dem Tablett servieren. Oder Schwester Hildegard. Du schenkst ihr ein Talent und dann lässt du sie nicht schreiben. Ja, und das mit dem Gelübde, das ist auch so eine Sache. Wir weihen dir unser Leben. Und du lässt zu, dass man uns das Kloster wegnimmt. Und was ist mit den Novizinnen, um die ich dich Tag für Tag bitte? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du dir dazu einfallen lässt. Ja, Mann, ich werde diese Quelle schon finden. Ende.
Aber ich fahre mitten durch die Stadt, also ich kann sie überall rauslassen. Glauben Sie an sowas wie Fügung? Wie? Na, genau da will ich hin. Kloster Kaltental. Ach nein. Doch. Eine Tante von mir war da Nonne. Wie heißt sie denn? Hedwig. Hedwig? Naja, kann ja sein, dass sie einen anderen Namen angenommen hat im Kloster. Kannten Sie sie? Nein, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ja. Sie sind aber trotzdem herzlich in unserem Kloster eingeladen. Allerdings beginnt das Wochenendseminar erst am nächsten Freitag. Wochenendseminar? Nein, ich will Nonne werden. Was? Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? Haben Sie etwa unsere Homepage gelesen? Ja. Doch dann ist mein Wagen stehen geblieben. Und dann kamen Sie. Ist doch fast ein kleines Wunder, oder? Das kann man wohl so sagen. Ich bin Schwester Lotte und Sie? Schmidt. Brigitte Schmidt. Grüß Gott, Brigitte Schmidt. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Nonne werden zu wollen? Ich wollte eigentlich schon als junges Mädchen ins Kloster. Aber ich war mir einfach nicht sicher, ob ich berufen bin. Naja, dazu ist das Novizienjahr ja auch da, um das herauszufinden. Was werden sich meine Mitschwestern freuen? Wir haben die Hoffnung schon fast aufgegeben. Mein Gott, ist das schön hier. Ja, das ist es, in der Tat. Und so Gott will, werden wir auch hier bleiben dürfen. Wir haben hohen Besuch. Das ist der Wagen seiner Exzellenz Bischof Rossbauer. Das ist das Refektorium. Ah. Unser Esszimmer. Ja. Agnes? Agnes ist mit Bischof Rossbauer zur Quelle. Wieso bist du denn nicht in dem Krankenhaus? Weil ich heute Nachtschicht habe. Ach, darf ich vorstellen, das ist Schwester Felicitas. Sie arbeitet im Krankenhaus von Kaltental. Das ist Brigitte Schmidt. Gelobt sei Jesus Christus. Guten Tag. Halt! Bleiben Sie stehen! Können Sie denn nicht aufpassen? Entschuldigung. Also wirklich, Felicitas, wenn du Resi am Boden rumkrabbeln lässt, dann musst du dich nicht wundern, wenn sie irgendwann mal im Suppentopf landet. Gelobt sei Jesus Christus. Ich will nicht stören, ich bin schon auf dem Sprung. Schwester Agnes wollte mir nur noch einige von ihren köstlichen Ingwerplätzchen als Wegzehrung mitgeben. Guten Tag. Oh, Entschuldigung. Das ist Brigitte Schmidt. Sie möchte bei uns Novizin werden. Und stellen Sie sich vor, sie ist Buchhalterin. Dann hätten wir endlich wieder jemanden, der Julias Job übernehmen kann. Was Sie nicht sagen. Ihre Tante war auch bei uns, Schwester Hedwig. Erinnerst du dich noch an sie? Hedwig? Ich wusste gar nicht, dass sie Geschwister hatte. Mein Vater und sie haben nicht miteinander gesprochen. Er hat ihr das sehr übel genommen, dass sie Nonne wurde und sie ihn mit dem Hof allein gelassen hat. Ja. Ja. Ich weiß das von Wachtmeister Meier, weil er den Transport sichern muss. Kann er lange bohren. Unsere Quelle liegt im Wald und viel höher als alle Grundstücke in der Stadt. Hildegard. Ist etwa die Mutteroberin dabei?
Nein, die ist mit Bischof Rossbauer in Köln beim Pokalspiel. Ich muss dich dringend sprechen. Was? Komm. Ja, wie du siehst, wie läuft's? Ja, wir haben um 6 Uhr angefangen, aber vor 20, 30 Meter Tiefe ist mit nichts zu rechnen. Sag mal, du bist sicher, dass das alles hier der Klosterwald ist? Laut Grundbuch schon. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Bitte? Die Quelle von den Nonnen liegt auf der anderen Seite von dem Hügel da. Also dann wissen Sie, wo die Heilquelle ist? Nein, nicht genau. Doch wenn man die Wasserscheide in Betracht zieht und die geologischen Gegebenheiten, zum Beispiel die Endmoräne aus der Eiszeit. Also falls ich ein geologisches Gutachten benötige, darf ich mich dann an Sie wenden? Noch so ein Fachmann. Also ich werde auf Nummer sicher gehen. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Quelle von diesen Nonnen zu finden. Da kannst du suchen, bis du schwarz wirst. Der Klosterwald, der hat mehrere hundert Hektar. Eine Schande ist das. Den Nonnen das Wasser abgraben. Ja, die Nonnen mögen vielleicht das Monopol auf den Himmel haben, aber nicht auf Wasser und Erde. Und wer sagt denn, dass das nicht alles hier Heilwasser ist? Ich trage mich mit dem Gedanken, unsere Ordensgemeinschaft zu verlassen. Das Schreiben hat alles verändert. Die Nonne und der Kommissar geht schon in die 4. Auflage. Und der neue Roman ist fast fertig. Und Herr Stolpe meint, er sei noch besser als der erste. Nur, er bleibt ja kaum Zeit zum Schreiben. Die Mutter Oberin hält mich 16 Stunden am Tag auf Trab. Ganz zu schweigen von den vielen Andachten und Vigilen. Und jetzt kommt auch noch der Marienmonat Mai mit zusätzlichen Andachten und Rosenkränzen. Und ich kann nicht mehr. Hast du mit der Mutter mal darüber geredet? Natürlich. Ich habe ihn sogar eine Aushilfskraft besorgt, die mich wenigstens halbtags ersetzen könnte. Aber sie meint, mit den Tantiemen aus den paar popligen Auflagen sei eine solche zusätzliche Ausgabe nicht zu rechtfertigen. Aber wenn das mit unserer Heilquelle klappt, dann schwimmen wir doch in Geld. Darum geht es nicht, Lotte. Ich muss mir darüber klar werden, was ich wirklich will und wozu ich auf der Welt bin. Und du musst mir dabei helfen. Gern? Wenn du vor einer schweren Entscheidung stehst, dann wendest du doch immer diesen alten Brauch aus Afrika an. Du willst in den Kreis? Unbedingt. Und was muss ich tun? Gar nichts. In der Mitte sitzen und zuhören. Das ist alles? Ja, das ist ja das Schöne, dass man nichts tun muss. Nicht mal denken, einfach nur zuhören. Dem Wind, den Bäumen, den Tieren. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Nur wir vergessen das immer zu oft. Ich schaue noch mal, bevor ich schlafen gehe, nach dir. Das ist nicht nötig. Danke. Ich habe aber nicht viel Zeit, Herr Pfarrer. Ich bin direkt auf dem Weg nach München. Der Religionslehrer vom Gymnasium fällt für 4 Wochen aus und ich habe niemanden, der für ihn einspringen kann. Nein, ich nein. Ach, Sie waren doch in der Mission, haben dort sicher auch Kinder unterrichtet, oder? Ja, rechnen und schreiben. Sagen Sie ja, bitte. 4 Wochen sind doch nicht die Welt und Sie haben nur 5 Wochenstunden. Gut, ich werde es mir auf dem Weg nach München überlegen, aber machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Ich gebe Ihnen heute Abend Bescheid, einverstanden? Dann fällt der Unterricht halt aus. Ich nehme an, den Schülern entgeht nicht viel. Aber bei uns geht wieder mal alles drunter und drüber. Danke. Noch nicht. Ja, bin ich als Bürgermeister von Bad Halterfall antreten.